Ja, moin, liebe Journalisten, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem 17. Spieltag, dem letzten Spieltag der Hinrunde. Wir treten am Freitagabend um 18.30 Uhr beim MSV Duisburg an und es wurden knapp 4.500 Gästetickets für das Spiel verkauft, was auch bedeutet, dass Duisburg uns ein erhöhtes Kontingent zur Verfügung gestellt hat. Bei mir ist unser Cheftrainer Hannes Wolf und wie immer bitte ich jetzt um Ihre Fragen. Kurzes Handzeichen. Babak Milani von der Bild-Zeitung startet. Moin, Herr Wolf. Der Julian Pollersbeck stand ja heute wieder auf dem Platz und im Tor. Der wird sicherlich übermorgen spielen können, denke ich. Aber wie sieht es denn bei Aaron aus? Der hat so auf dem Nebenplatz mit einem Reha-Trainer geübt. Wie sieht es bei dem aus? Ich habe ab und zu mal rüber geguckt und das sah gut aus. Also denken Sie, dass er einsatzfähig ist am Freitag? Kann ich nicht abschließend beantworten. Ich bin vorsichtig optimistisch. Er müsste dafür morgen die ganze Einheit voll machen. Und wenn er die voll macht, dann ist es gut, dann ist auch im Ablauf gut, dann kann er spielen. Aber das wissen wir dann erst morgen früh. Aber ich bin vorsichtig optimistisch, dass das geht. Dennis Krämer, ebenfalls Bildzeitung. Ja, Paderborn hat hier viele Offensivaktionen gehabt. Was erwarten Sie taktisch von Duisburg, auch vor dem Hintergrund der bescheidenen Platzverhältnisse dort? Paderborn hatte viele Offensivaktionen. Zumindest Aktionen nach vorne gehabt und mitgespielt, Räume. Ja, das konnten wir nicht ganz verhindern, das stimmt. Wir erwarten eine Mannschaft, die... Paderborn hat natürlich schon einen spielerischen Ansatz. Auch Duisburg will kicken. Und das liegt dann schon auch daran, wie gut wir es machen. Wir werden natürlich versuchen, im Pressing, Gegenpressing, in der Absicherung, im Verteidigen möglichst viel wegzunehmen und wegzuhalten von unserem Tor. Aber wir spielen gegen eine absolute Profimannschaft. Und dann liegt das natürlich auch daran, wie gut wir verteidigen. Und da haben wir das Ziel, das auf unserem höchsten Level zu machen. Und trotzdem werden wir auch da nicht alles aus unserem Strafraum weghalten können, sondern müssen dann auch in diesem letzten Moment, wenn der Ball in die Box geht, oder Julian kann gerne auch noch mal ein paar Bälle halten, müssen wir trotzdem dann da sein. Und Duisburg ist auch, wie alle anderen Mannschaften, sehr unbequem zu spielen. Haben auch viel mehr Chancen gehabt zuletzt, als sie Tore geschossen haben. Also wenn man die Spiele dann mal guckt, was sie an Situationen haben, auch in Führung zu gehen. Die Spiele sehen dann sehr deutlich aus, aber Kiel trifft erst, weiß nicht, 65. Minute zum ersten Mal. Und auch gegen Heidenheim haben sie eigentlich die klaren Situationen, um zu führen, haben sie dann einfach nicht genutzt. Und dann sehen die Spiele klarer aus, als sie sind. Lars Pegelow, NDR 90,3. Herr Wolf, wenn es denn gut geht am Freitag, dann haben Sie Platz 1 verteidigt. Was würde das Ihnen bedeuten, diese inoffizielle Plakette dann Herbstmeister tragen zu dürfen? Die nicht so viel, aber das Spiel bedeutet mir sehr viel, weil es einfach wie jedes Punktspiel extrem wichtig ist für den Weg, den wir gerade gehen. Und da haben wir den Anspruch, wir hatten jetzt eine ganze Woche Zeit, uns vorzubereiten, den Anspruch, dass wir wirklich voll da sind und dass wir dieses Spiel voll nehmen und diesen Weg weitergehen und möglichst gewinnen, aber auch inhaltlich und von der Bereitschaft, natürlich auch vom Fußball, also von den fußballerischen Lösungen, dass wir einfach da auf unser höchstes Level kommen. Und wenn du gegen Köln spielst, gibt es 3 Punkte, wenn du in Duisburg spielst, gibt es auch 3 Punkte und deswegen sind die genauso wichtig und die wollen wir gerne haben. Simon Brasch von der Mopo. Herr Wolf, Sie sind das erste Mal jetzt mit dem HSV in der Heimat, weitestgehend als Kind des Ruhrgebiets. Was macht es mit Ihnen? Was bedeutet Ihnen diese Heimat im Allgemeinen und wie viel Unterstützung werden Sie persönlich bei dem Spiel dabei haben? Also, weil ich aus Dortmund komme, ist Duisburg meine... Ja, das Ruhrgebiet auf jeden Fall, das stimmt. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also es kommen ein paar Leute... weil die einen kurzen Weg haben. Aber ansonsten ist es ein wichtiges Spiel. Der falsche Moment, das falsche Setting, um jetzt einen philosophischen Vortrag über Heimat zu halten. Aber ist mir natürlich ist mir das Zuhause und die Menschen da sind mir natürlich wichtig.
Aber das ist schon, also im Ruhrgebiet ist ja alles so nah zueinander. Ich würde jetzt nie auf die Idee kommen, mit Duisburg Heimat zu verbinden. Das ist einfach nur dann in der Nähe, weil die Städte so nah zusammenliegen. Obwohl Duisburg auch schöne Ecken hat. Glaubt ihr nicht, ne? Stimmt aber. Thorsten Vorbau, NDR Fernsehen. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt auch das falsche Setting ist, aber das, als ich hier angefangen habe in Hamburg, hat man das jetzt nicht unbedingt erwarten können, dass der HSV jetzt da steht, wo er steht, dass sie so eine beeindruckende Serie mit der Mannschaft hinlegen. Wie beurteilen Sie Ihre Zeit, so wie Sie hier angefangen haben, bis zum heutigen Tag? Ist es leichter gelaufen? Ist es genauso gelaufen, wie Sie gedacht haben, oder war einiges schwieriger? Kann man das? Ja, es ist in der Summe natürlich gut gelaufen. Habe sofort gesagt, wir haben eine intakte Mannschaft übernommen, die Hunger hat, die marschieren kann, die laufen kann, die bereit ist zu arbeiten, die auch eine fußballerische Möglichkeiten hat. Und vor allem haben wir es geschafft, in den Spielen voll da zu sein und das ist jetzt unsere Aufgabe, das so aufrechtzuerhalten und den Anspruch, den wir an die Mannschaft formulieren, über das, was wir zu tun haben, der muss halt klar sein und das Ganze fühlt sich gesund an, aber wie gesagt, es geht dann weiter und da darf man nicht so einen Schritt zurück machen irgendwann und denken, das wird ein Selbstläufer oder ist ein Selbstläufer, das ist es halt bei weitem nicht. Weil, ja, ich weiß nicht, wer gestern Abend Fußball geguckt hat, Liverpool gegen Neapel, da war Liverpool auch in allem eigentlich besser. Und am Ende scheiden sie dann normalerweise aus, wenn der Keeper nicht nochmal so gut hält. Das heißt, Fußball ist ein verrücktes Spiel und da muss man echt hellwach bleiben, um nicht diese paar Prozent zu verlieren, die reichen, damit die Spiele anders ausgehen. Weil auch das hat jeder gesehen, wenn Paderborn und Ingolstadt diese letzte Chance reinschießen, dann sitzen wir mal ganz anders hier. Und es war jetzt nicht so weit weg, dass die Spiele auch unentschieden ausgehen. Und da müssen wir hellwach bleiben. Mats Nicholson, NDR 2. Aber ist das nicht eigentlich für Ihre Arbeit die perfekte Voraussetzung? Sie können sagen, nichts geht von alleine. Das sieht ja auch jeder. Es gibt auch Sachen, die Sie verbessern können und müssen. Und trotzdem gewinnen Sie Ihre Spiele. Das ist doch für Sie als Trainer eigentlich die perfekte Arbeitsgrundlage, oder? Ja, das ist gut. Das können wir gerne so weitermachen. Lars Pegelow nochmal, NDR 90,3. Herr Wolf, das Fußballjahr geht ja nun bekanntlich demnächst irgendwie zu Ende. Was haben Sie denn für einen Eindruck? Ist der Akku irgendwie noch bei allen so richtig voll? Oder merken Sie, dass Sie die Spieler jetzt nochmal zweimal so alles rausquetschen müssen teilweise auch? Oder was ist so da Ihr Eindruck? Sowohl im Kopf als auch in den Füßen? Ne, den Eindruck habe ich gar nicht. Also es war schon klar, dass wir nach dem Spiel gegen Paderborn und danach die Nacht nicht schlafen, dann Fanclubbesuch überall in Deutschland, dass wir dann Zeit geben müssen, um in dieser Woche wieder anzukommen. Das haben wir getan, aber spätestens mit dem Training gestern war die Mannschaft wieder voll da. Es war auch ihr habt es ja auch zum großen Teil gesehen, da war es auch alles schwer in dem Training. Also das Passspiel war schon schwer, das 11 gegen 11, weil auch die jungen Leute bei uns echt Gas geben, weil die zweite Reihe, in Anführungsstrichen zweite Reihe, da Gas gibt, war das 11 gegen 11 schwer. Und da hast du richtig gemerkt, dass die Mannschaft da ist und dann wieder angekommen ist in dem Hochleistungsfußball, in dem, wo sich Sachen schwer anfühlen, du es trotzdem schaffen kannst. Und da habe ich überhaupt nicht das Gefühl, dass wir jetzt nochmal das Letzte rausquetschen müssen, sondern dass aus dieser intakten Mannschaft, aus dem Lebendigen, was ich hier angetroffen habe, dass sich die Jungs dann auch einfach immer wieder auf ein gutes Level bringen. Und da habe ich jetzt keine Sorge. Wir wollen einfach am Freitag Vollgas geben, wollen nochmal richtig viel laufen, richtig viel Intensität spielen, eine gute Kompaktheit haben, viel nach vorne spielen, viel nach vorne entwickeln. Und da machen wir einfach so weiter und halten uns dann am Fußball fest. Das ist an dem, was wir beeinflussen können. Das ist meistens das Beste, was man da machen kann. Und ich brauche keinen Urlaub, weil ich hatte ja genug. Stefan Walter vom Hamburger Abendblatt. Sie haben gerade angesprochen, dass Sie auch zu jedem Zeitpunkt des Spiels hellwach sein müssen, weil sich am Ende dann so ein Spiel doch unverdientermaßen auch nochmal drehen kann. Was machen Sie auch speziell vielleicht im mentalen Bereich, um Ihre Spieler darauf zu fokussieren? Speziell vielleicht auch auf den Torhüter gefragt, der dann am Ende ja nochmal einen rauskratzen muss oder in den letzten Spielen es musste.
Es geht immer um mentale Konstanz. Fußball ist deswegen schwierig, weil es lange dauert. Und wir müssen einfach diese Aufmerksamkeit, es hat nicht immer nur mit Laufen zu tun, sondern diese Aufmerksamkeit, die brauchen wir die ganze Zeit. Und dann wird ein Spiel in Situationen entschieden, aber nur, wenn du alle Situationen komplett mitkriegst, dann hast du eine hohe Wahrscheinlichkeit, die auf deiner Seite zu haben. Deswegen geht es bei allem, was wir machen, darum, die ganze Zeit gut zu sein und sich die ganze Zeit zu konzentrieren und sich diese Pausen auch nicht zu erlauben. Es sei denn, es ist halt im Training Pause, dann ist Pause. Aber in dem Moment, wo wir in den Aktionen sind, in den Spielformen sind, darf man sich die nicht nehmen. Und das versuchen wir zu bekommen. Und das ist auch in der Entwicklung von allen Spielern, aber auch von jungen Spielern, sehr, sehr wichtig. Und das brauchen wir, weil ja, es gibt tausend Beispiele. Eine Standardsituation, wo der Gegner es natürlich auch immer gut machen muss, wo du es nicht mitbekommst. Oder wo in Ingolstadt sind wir auf das Blockspiel. Die haben ja zwei Blocks gestellt vor dem Anschlusstreffer, sodass Rick und Bakker nicht einlaufen konnten. Dann fällt halt ein Tor. Und so versuchen wir einfach, uns immer weiterzuentwickeln, um immer Lösungen zu haben. Dass man da nie dahin kommt, dass es perfekt ist, ist auch klar. Wir versuchen es dem einfach anzunähern. Und da geht es ganz viel um Konstanz und darum, um den Anspruch, es immer gut zu machen. Nicht gerade, wenn man sich mal gut fühlt oder wenn man gerade mal Lust hat und Zeit hat, sondern die ganze Zeit. Christine Kramer von Sat.1. Ihr Team hat in 7 Auswärtsspielen mehr Punkte geholt als Bayern München in 7 Auswärtsspielen. Wie stolz sind Sie auf diese Leistung? Ich bin ja noch nicht so lange dabei. Ich finde, es ist schön, dass die Truppe auswärts punktet, dass wir auch so inhaltlich, also ich würde es eh nie anders einstellen als zu Hause, als auswärts. Habe ich noch nie gemacht. Würde ich auch da nicht machen, aber es ist schön, dass die Jungs da einfach auch auf fremden Plätzen Vollgas geben und das gut machen. Und jetzt wollen wir da, jetzt haben wir noch 2 Auswärtsspiele und wollen da einfach nochmal nachlegen. Der Vergleich mit Bayern steht uns nicht zu, weil es eine andere Liga ist. Noch eine Nachfrage? Kurze Nachfrage. Es ist ja das letzte Spiel jetzt in der Hinrunde. Wie fällt so Ihre vorläufige Bilanz aus? Nein, also ich habe vor dem letzten Spiel eine Bilanz, ist keine gute Idee. Wir wollen das Spiel spielen, dann gibt es auch noch keine, weil dann kommt noch ein Spiel und dann, wenn wir am 23.12. hier wegfahren, dann kann man darüber nochmal kurz nachdenken und dann versucht man natürlich die Schlüsse zu ziehen, eine Vorbereitung gut zu planen, weil die Rückrunde immer noch schärfer wird als die Hinrunde. Die Rückrunde ist immer noch mal ein Tick schärfer als die Hinrunde, aber wir wollen Schritt für Schritt gehen und der nächste Schritt ist übermorgen Abend in Duisburg. Dann sehe ich keine Meldungen mehr. Dann herzlichen Dank für das Interesse an der Pressekonferenz. Allen noch einen schönen Tag. Tschüss zusammen.